Assalamualaikum, was geht ab? Ich bin Omar, ich hoffe euch geht es super. Und ja, wie gewohnt, heute ist es Freitag. Das heißt, mein neues Team und die ersten zwei Weekend-League-Spiele werden wieder vorgestellt. Bevor wir aber zum Video kommen, möchte ich mich noch einmal bedanken, dass wir die 400 Abonnenten jetzt erreicht haben. Ihr seht es unten links, 406. Ich mache jetzt seit einem Monat YouTube. Das heißt ungefähr, dass ich durchschnittlich im Monat ungefähr 100 Abonnenten dazu gemacht habe. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Danke dafür. Bevor wir dann zu meinem Team kommen, möchte ich euch nochmal davor erinnern, dass morgen wieder Teams bewerten online kommt. Deswegen schicken jetzt eure Teams auf Instagram. Ich werde auch kein Instagram-Post diesmal machen. Nur die, die das Video geguckt haben, die werden rangenommen. Deswegen, wenn ihr das Video geguckt habt, schickt mir auf Instagram euer Team. Instagram ist nochmal ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist eigentlich eh nur ein Link in der Videobeschreibung. Ja, das ist der halt für mein Instagram. Und dann können wir auch direkt mit meinem Team reinstarten. Wir gehen dann ins Tor, da steht Alisson. Ja, was soll ich zu Alisson groß sagen? Seit dem Patch ist irgendwie Testing richtig scheiße geworden. Das sagt nicht nur ich, das sagen viele. Ja, Alisson mit ihm noch gar kein Spiel gespielt. Ich glaube nur zwei gegen einen Freund. Deswegen steht da auch noch 0. Ja, bin ich mal gespannt, was er so reißt. Ihr werdet auch sehen, warum ich ihn gleich spielen muss. Kommen wir dann aber vorher zum Rechtsverteidiger. Der stand auch schon letzte Woche da. Das ist Kyle Walker. Immer noch der beste RV im Spiel. Ändert sich nie meine Meinung. Dann der erste Innenverteidiger. Und das ist ein Kracher meiner Meinung nach. Obwohl gar kein Kracher. Es ist einfach der beste Innenverteidiger im Spiel. Virgil van Dijk. Ja, 77 Tempo, 90 Def, 86 Physis. Gehen wir nochmal kurz in die Ingame-Werte. Stärke 92, faire Zweikämpfe 92. Defensives Bewusstsein 91, Abfang 89. Ja, einfach krass der Typ. Kostet auch dementsprechend viel. Ich habe 650k für ihn gebrettert. Ja, einfach krass. Gehen wir dann zum zweiten Innenverteidiger. Den habt ihr gerade bestimmt schon gesehen. Rafael Varane, mittelhoch Arbeitsraten, 1,91 groß. Physis nicht so stark, aber ey, dafür 83 Tempo. Sehr, sehr, sehr stark. Musste Longley leider Gottes rausnehmen. Ihr habt ja gesehen, 200 Spiele habe ich mit dem Typen gemacht. Ja, jetzt Varane, ich muss ihn spielen. Warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. Er hat einen Stronglink und zwar zu Mondi. Der ist auch geblieben zum Vergleich zur letzten Woche. Ja, Mondi, was soll ich groß ihm sagen? Ist für mich der beste Linksverteidiger im Spiel. Denke ich mal. Ich habe überlegt, ob ich Swap-Player Carlos mache, aber dann habe ich die Werte verglichen mit Carlos und Mondi. Und ehrlich gesagt, 11 Swap-Player, da mache ich lieber eine andere Icon und behalte lieber Mondi, weil das ist für mich dann besser. Im Mittelfeld dann steht Sissoko, ist dann der erste Sechser. Wo ist er? Da ist er, Sissoko. Ja, zu ihm brauche ich eigentlich auch nicht viel sagen. Ihr seht ja seine Karte, auch 71 Spiele schon mit ihm gemacht. Rechts dann Mahrez in Form und ja... Zu ihm, was soll ich groß sagen, er ist für mich wirklich so ein geiler Zehner. Ich habe Hazard auf der 10 gespielt, ich habe Griezmann in Form auf der 10 gespielt, aber wirklich keiner kommt an Mahrez ran, nicht mal Son. Son habe ich auch schon oft auf der 10 ausprobiert, aber da finde ich ihn im Sturm auf jeden Fall besser. Aber Mahrez, der spielt wirklich auf der 10 sehr, sehr, sehr stark. Kann ich wirklich auch jedem nur ans Herz legen, kostet auch nicht viel, 120k, das müsste für jeden machbar sein. Kommen wir dann zum zweiten Sechser, ja, Fabinho, Standard, könnt ihr euch bestimmt auch schon denken, wer links spielt. Nein, das ist nicht Philippe Anderson. Ja, Fabinho wieder geholt. Werde ich nächste Woche wahrscheinlich wieder als Inform-Variante tun, wenn ich Packlack haben sollte. Ja, Fabinho brauche ich nicht viel sagen. Mittelhoch Arbeitsraten, 1,88 groß, 85 Def, 83 Physis. Habe ihn noch einen Hunter gegeben wegen seinem Tempo. Ja, ist eine sehr gute Sechserkarte, auch neben Sissoko sehr gut. Ja, kommen wir dann auch schon direkt zum linken Mittelfeldspieler. Ihr habt es bestimmt schon erahnt. Ja, Sadio Mané. Hat in beiden Spielen, mit denen ich gespielt habe, eigentlich sehr gut gespielt. Eigentlich hat mich auch gerettet in dem einen Spiel. Ja, 95 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit, 87 Abschluss, 90 Stellungsspiel, Beweglichkeit 92, Reaktion 90, Dribbling 89. Ja, ihr seht schon, seine Werte in Game sind sehr, sehr stark. Auch auf seiner Karte sind die Werte eigentlich sehr, sehr stark. 94 Tempo, 88 Dribbling, 83 Schuss, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, Hochmittel Arbeitsraten. Was willst du mehr? Bitte als links außen. Kostet aber auch dementsprechend so viel für diese Werte. 418k habe ich gestern für ihn bezahlt. Ja, mal sehen, ob es sich lohnt. Dann der erste Tattoo-M, den ich im Sturm dann spielen werde. Ja, hat sich auch nichts verändert im Gegensatz zur letzten Woche. Hung Min Son. Können wir auch direkt gucken, wie viele Spiele. 98 Spiele, 69 Tore, 45 Vorlagen. Ich habe ihn ehrlich gesagt die ersten 50 Spiele oder so auf rechts außen gespielt. Aber dann habe ich gemerkt, dass Aubameyang im Sturm nichts taugt. Da können wir auch direkt zu ihm kommen. Habe ich ihn dann im rechten Mittelfeld gepackt und so gefällt es mir auf jeden Fall viel, viel besser. Habe mit ihm auch schon 100 Spiele gemacht, 61 Tore, 37 Vorlagen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Also zu den beiden Spielern brauche ich eigentlich gar nichts sagen. Wer gestern das Video gesehen hat, hat gesehen, Werner habe ich in Rot gezogen. Und ja, heute ist Vardy Potten rausgekommen für 20k. Da lasse ich mich nicht lumpen. Dann mache ich ihn auf jeden Fall und habe ihn auch gemacht. Ja, auf jeden Fall geile Karte. Hat leider nur 3 Sterne Skills und 3 Sterne schwacher Fuß. Aber wir werden sehen, was er bringt. Als Sub bestimmt sehr, sehr gut. Piqué, falls ich irgendwann eine rote kassieren sollte. Chong und Lukas sind dann nur so halt, ja, Dekoration. Aber Brigau, der wird auf jeden Fall zum Einsatz ein paar Mal kommen. Und das war dann mein Team. In-game spiele ich immer noch 4-2-3-1. Die gleichen Taktiken von Moroba. Und ja, da können wir auch eigentlich direkt das erste Weekend League Spiel diese Woche starten. Ich bin eigentlich jede Woche gehypt, bis ich das erste Spiel angefangen habe zu spielen. Und dann habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber wir gehen mal jetzt rein und sehen, wie es wird. Bis gleich. So, dann haben wir auch direkt den ersten Gegner gefunden. Und ja,
Was für ein Team, Alter. Er spielt aber nur mit einem Sechser, deswegen weiß ich nicht, ob er so viel Ahnung hat. Aber er hat, ey, Salah, Mbappé, Neymar, Carlos, Son, Wijnaldum, Eriksen. Ich mache das Beste draus. Ich versuche das Beste draus zu machen. Let's go. Hat auch schon Level 30 gespielt. Ja, diese Choreo kriegt man nur, wenn man Level 30 hat. Let's go. Ich muss gerade Fabinho im Sturm spielen. Aber, da macht sich Hunter doch ein bisschen ausbezahlt. 1-0 Fabinho, Dicker. Oh, ey. Mein Gott, Alter. Alisson. Ja. Halbzeit. Ich lieg 2-1 hinten. Ja, wie soll ich sagen? Gegner kam, glaube ich, 2 oder das war gerade das dritte Mal vorm Tor. Hat direkt 3 gemacht. Ich habe viel verballert. Ja. Muss besser werden, auf jeden Fall. Ich spiele gerade wirklich extrem scheiße, Alter. Bruder, ich mach 1000 Sachen, um an einen Torschuss ranzukommen. Er muss einmal Dreieck drücken, er ist durch. Ich verstehe das nicht, Digga. Mahrez ran mit, bitte. Geht doch. Danke, dass du mitgerannt bist, Abi. Danke. Ist noch ein bisschen Zeit, ist noch ein bisschen Zeit. Das holen wir auf. Och, komm, Bruder. Digga, ich bin eisgeheißt. Ich mach Time Finish, Alter. Mein Gott, ey. Ja, alles auf eine Karte gesetzt und... Guck mal, das Problem ist, erstes Mal gut oder so, weißt du, so, aber das Spiel ist einfach, nein, Digga, das Spiel ist einfach scheiße, was soll ich sagen, so, du musst nicht gut sein, um zu gewinnen, so ist es einfach, weil, ihr habt ja gesehen, was für Chancen ich hatte und wie also es war so einfach, die Chancen zu erspielen, weißt du, und wenn du halt so, er kommt einfach gefühlt fünfmal vor mein Tor und macht einfach alle fünf Dinger rein, das verstehe ich einfach nicht, ich verstehe das nicht, aber ja, so ist halt das Spiel, so einen Trainingsanzug habt ihr gerade gesehen. Geil, wir sehen uns dann beim zweiten Spiel, beim letzten Spiel dafür heute. Ja, sorry, ich kann nichts machen. Okay, zweites Spiel dann für heute, einfach ein normales Premier League Team. Oder okay, das will ich jetzt doch nicht verhauen. Wenn ich jetzt das zweite Spiel auch noch verliere, Digga, ich glaube, dann war es sogar mit der Weekend League, aber das verhaue ich schon nicht, keine Angst. Let's go. Okay, jetzt erklär mir mal bitte, wie das geht. Ey, was soll denn noch alles nicht reingehen, Bruder? Es ist 10. Minute, 3 Großchancen. Mein Gott. Ey. 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 Wenn der jetzt nicht reingeht. Ey. 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 Nein, Mann. Nein. Ich glaub's grad nicht, Digga. Ein Lupfer, Digga! Er lupft einfach! Er lupft! Ich habe noch nie so ein Spiel gehabt. Noch nie in meinem Leben. Was ist das, Digga? Was passiert dir gerade? Dankeschön. 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 Ich find's einfach krass, wie unterschiedlich zwei Halbzeiten sein können. Ey, das sind noch schwierigere Chancen, also die Chance war gerade eben. War noch schwieriger als die in der ersten Halbzeit. Und ja, ja, keine Ahnung, was ich zu dem Spiel sagen soll. Ah. Er quittet. Okay. Ja. Hätte ich aber auch an seiner Stelle. Er hat wirklich gar keine Chance. Diese scheiß Latte am Anfang. Wäre der noch reingegangen, Alter, ich wäre, glaube ich, durchgedreht. Und ja, das war's dann mit den zwei Weekend-League-Spielen und mein Team.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, ansonsten war es das mit dem Video. Wie gesagt, morgen kommt Team bewerten. Deswegen schickt mir jetzt eure Teams nochmal auf Insta. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Dies, das, tralala. Peace. Wir sehen uns am Morgen. Ciao.